heute mache ich noch mal ein Video zum Sattel, weil der Sattel eigentlich immer das A und O ist bei Rittigkeitsproblemen. Und in unserem konkreten Fall haben wir den Sattel ja auch schon ausgetauscht, weil sie nicht ganz so rund lief. Dann eigentlich auch eine ganz gute Passform gefunden. Dann haben wir nochmal gemerkt, jetzt läuft es aber wieder nicht so ganz rund. Hatten dann nochmal jemanden da, wo wir den Sattel gekauft haben. Dann sollte der halt hier, um die Schulterfreiheit zu gewährleisten, die man ja, wenn ihr den Kopf mal auch ganz gut sehen kann, die Hand muss da ja auch drunter passen. Und auch wenn das Pferd sich so beugt, die ist nicht so hundertprozentig gegeben. Und dann haben wir das in dem Pad halt aufgepolstert. Ging dann auch erstmal besser. Aber so hundertprozentig war es immer noch nicht. Und dann habe ich eine Sattlerin bei einer Freundin oder bei einer Kundin auch gehabt, weil ich da auch gesagt habe, wenn das Pferd so rennt, lass mal den Sattel gucken. Da haben auch alle gesagt, der Sattel passt. Und ich habe gesagt, nee, da ist mit der Schulterfreiheit. Ist ein Englischsattel, ne? Und der wird ja eigentlich viel weiter hinten aufgelegt. Und da sie so kurz ist, dieses andere Pferd, war der wie der Western-Sattel auch so weit vorne. Da fehlte die Schulterfreiheit. Und die hat dann gesagt, hier vorne zu erhöhen, ist nicht gut, weil er dann hinten ja auch wieder minimal abkippt. Und hier hinten, falls du einmal rumgehen könntest, muss der Sattel auch diesen Platz haben, sonst passt er nicht. Also die Passform ist an sich gar nicht so schlecht. Nur in dem Bereich sollten wir, wenn wir mit dem Pad arbeiten würden, das aufkammern, um hier eigentlich nichts zu haben, nur ein ganz dünnes Pad für die Schulterfreiheit. Und das hat sie soweit gesagt. Da habe ich gesagt, ja klar, ist ja super, ich muss eh... Ich habe eh nur ein Pad, was ich so aufkammern kann. Hätte ein neues kaufen müssen, wäre 100 Euro gewesen. Ist ja eigentlich bestens. Und dann, ich bin das vorgeritten, bin ich abgestiegen. Und dann hat sie in dem Moment noch was gesehen, was wirklich keiner gesehen hat. Und zwar diesen Ring. Ich kann hier ganz locker meine Hand runter tun. Ich gehe mal eben kurz an der Kamerafrau vorbei. Und da komme ich so gut wie gar nicht rein. Also ihr seht ja hoffentlich auch, wie sehr das reindrückt. Hier so muss ich mich echt bemühen und hier komme ich so drunter und das darf nicht sein, der muss eigentlich gerade auflegen. Ja, die Aufnahmen, die ich da jetzt mache, die sind fast ein Jahr später aufgenommen. Wir waren ja so glücklich, dass wir den Sattel umgebaut hatten, aber im Frühjahr hatten wir wieder Probleme und dann haben wir uns das nochmal angeguckt, der Sattel an sich passt ja. Mit leichten Änderungen. Und dann haben wir gesehen, beziehungsweise die Sattlerin Anne Moneta aus Hattingen hat gesehen, dass der Gurt ein bisschen zu kurz ist und dass es ein Pferd ist. Das ist ja nicht bei jedem Pferd so relevant. Mit tiefer Gurtlage. Und das Pad eben auch, ne, weil sie dann Muskulatur im Winter abbaut und dann passt es wieder nicht so gut. Und wir brauchten dann ein neues Pad, beziehungsweise ich hatte das noch. Und bis wir das gemacht haben, hatte ich schon wieder totale Probleme mit dem Angaloppieren. Und hat schon gar keine Lust mehr, die zu reiten, weil das immer so ein Kampf war, die anzugaloppieren. Und jetzt guckt euch mal an, wie das aussieht, wenn die Larissa das Pferd angaloppiert. Das ist schon mal ein lockerer Trab und jetzt Bein zurück. Ohne Sporen, ohne Kampf. Am langen Zügel lässt sie sich jetzt angaloppieren. Und sie läuft auch viel, viel lockerer. Jetzt weiß ich nicht, ist sie schon warm genug auch für fliegende Galoppwechsel oder? Weil daran hat man es nämlich auch schön gesehen. Also wir haben jetzt natürlich keine Wechsel trainiert, weil die ganze Zeit ja auch es sehr schwierig war. Und ich finde, dafür ist das echt so schön, wie leicht die wechselt. Willst du noch die andere Richtung machen oder was anderes? Was denn? Zum Beispiel dieses Trab in Seitengängen. Ja, und das Lockere sieht man eben auch sehr gut in den Seitengängen. Sieht, wie frei sie läuft. Wer Videos von der Klinik kennt, wie es vorher war, der sieht, glaube ich, dann auch den Unterschied. Doch jetzt leichtfüßiger und freier läuft. Also,
Wir haben auch gedacht, haben wir so viele Jahre Pferde uns mit all diesen Themen wie Sattel, Osteopathie und so weiter befasst. Und dann passiert einem sowas, dass der Gurt, im Grunde genommen, weil der Gurt so nah bei ihr, ne, es ist halt nicht jedes Pferd gleich. Man kann da nicht mit der Regel immer dran gehen, da muss eine Handbreit Platz sein. Das ist halt manchmal einfach nicht so. Und dann seht ihr vielleicht hier auch ganz gut, dass das jetzt frei ist. Und davor ist immer dieser Ellbogen quasi an den Gurt drangekommen und hat sie behindert. Das haben wir auch im Gelände am Berg gemerkt. Und wieder ein ganz weiches Angaloppieren und die Selbsthaltung kommt, ohne dass man was tun muss. Wir sind jetzt eigentlich gerade erst warm geritten. Kommt da schon ein Anfang, ne? Nase noch ein bisschen einziehen und dann ist das eine tolle Selbsthaltung. Und da können wir jetzt endlich dran arbeiten, nachdem wir dieses Sattel- und Gurtproblem und Pad-Problem endlich im Griff haben. Und ja, da gibt's bestimmt auch eine Menge Leute, und ich will mich da jetzt gar nicht ausschließen, die dann immer sagen, Problempferd. Weil der Sattel passt ja. Es kann ja nur am Pferd liegen. Kann man sich eigentlich nur schämen und beim Pferd entschuldigen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Tschö! Fast zum Selbstkostenpreis verkaufe ich euch meine beiden Bücher Corona und andere Verbrechen und die Lüge vom Sozialstaat, wenn ihr sie bei mir bestellt. Wenn ihr die Bücher schon habt und den Kanal unterstützen wollt, findet ihr meine Kontodaten in der Videobeschreibung.